Hallo zusammen. Ist euer Blatt auch schon so viel farbig? Bei der Wochen-Challenge muss ich nur noch zweimal. Dann komme ich nämlich direkt auf das Podest. Aber weißt du was? Heute am Freitag bei der Tages-Challenge kannst du auch schon auf das Podest kommen. Vielleicht kennst du vom Fernsehen den Super 10-Kampf. Wir machen heute bei Rosa und Rudi einen Super 5-Kampf. Und ich habe das Blatt vorbereitet mit den Disziplinen. Zielwurf, Hüpfen, etwas mit dem Buch und Ball, das kennst du ja schon, zur Balance und noch Luft schiessen zum Schluss. Ihr macht euch am Anfang so eine Übersichtstafel, wo ihr Punkte aufschreiben könnt. Auf einer Seite Disziplinen, auf der anderen Seite Mitglieder, die helfen. Da kann natürlich die ganze Familie helfen. Und ganz wichtig, hier oben ist noch so ein Krönchen. Das ist nämlich der Joker. Bevor ihr anfängt, dürft ihr einen Joker auf eure Disziplin setzen. Am gescheitsten dort, wo ihr am besten seid. Weil die Punktzahl, die ihr dort erreicht, verdoppelt sich am Schluss. Beim Joker könnt ihr abmachen, ob der alle dürfen einsetzen oder zum Beispiel nur die Jüngsten, dass sie etwas mehr Chancen haben, Punkte zu sammeln. Beim Zielwurf schiessen wir 10 Mal schiessen und haben hier Ziel mit Punkten markiert. Nach diesen 10 Mal schauen wir Punkte zusammenzählen und schauen, wer hat gewonnen. Wenn jüngere Kinder mithelfen, dürfen die mehr schiessen oder etwas weiter vorne stehen zu dem Ziel. Ich habe jetzt 30 Punkte rausgeschossen und der Rudi 22. Weil wir jetzt Zweite sind, bekommt der Gewinner gegen 2 Punkte und der Verlierer 1 Punkt. Wenn ihr 4 Leute seid, bekommt der Gewinner 4, der Zweite 3 und so weiter. Darum schreibe ich jetzt hier Punkte her. 2 Punkte und der Rudi hat 1 Punkt. Als nächstes tun wir hüpfen. Und dazu brauchen wir gerade wieder die Lotta. Sie hat gesehen, sie liegt gerade am Boden und wir können drüber kumpen. Wir schauen 30 Sekunden drüber kumpen und schauen, wer am meisten Sprünge gemacht hat. Ja, verloren mit 60 Punkten. Darum bekomme ich nur einen Rangpunkt. Und der Rudi, weil er den Joker gesetzt hat, verdoppelt sich auf 4. Bei der nächsten Disziplin braucht ihr um ein Buch und ein Bäuerli. Ihr stellt in der Wohnung oder auch draussen einen Parkour aufstellen und macht da, was man alles machen muss. Der, was am schnellsten hat, hat gewonnen. Wenn der Ball runterfällt, muss man noch einmal von vorne anfangen. Die nächste Disziplin ist Balancieren. Zuerst zählt ihr mit dem rechten Bein, dann mit dem linken und die Seiten zusammenzählen. Als erstes solltet ihr 15 Sekunden einfach balancieren, dann nach 15 Sekunden die Augen zu und nochmal nach 15 Sekunden solltet ihr den Kopf in den Nacken hinterher haben und schaut, wer das am längsten schafft. Vor dem letzten Wettkampf am Luftschießen ist es unentschieden. Jetzt muss ich nochmal gute Beine haben und Gas geben. Ihr könnt natürlich auch andere Disziplinen wählen. Aus einem Super 5-Kampf könnt ihr auch einen Super 10-Kampf machen. Ihr könnt zum Beispiel noch Liegestützen, Seligumpen, säckeln oder die Schneckenpost vom Velofahren nehmen. Geht einfach bei unseren Videos schauen und dann habt ihr sicher noch andere Ideen.
Yes, beim letzten Wettkampf beim Wurfschiessen habe ich etwas länger mögen. Darum habe ich den Super 5 Kampf um E-Punkt gewonnen. Und der Rudi, der muss jetzt kochen. Dann gibt es wenigstens etwas Feines zur Nacht.